Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu diesem Video hier auf meinem Kanal Shania M. bei Michaele, Shania M. mein Label, Michaele mein Name. Und hier geht es hauptsächlich um Wolle, Nadeln und Co., Handarbeiten und um sonstige Herzensprojekte. Und dazu zählen bei mir auch die Bücher. Und in diesem Video möchte ich euch heute ein Buch vorstellen, über das ich in meinem letzten Sabbelvideo schon am Ende etwas erzählt habe. Und da habe ich angekündigt, da möchte ich mich gerne noch mal näher mit befassen. Das ist das Buch Die Macht der Maschen von Loretta Napoleoni. Buch habe ich durch, wie so landläufig gesagt wird, Zufall entdeckt. Wobei ich ja glaube, dass mir etwas zufällt, was mir zufallen soll. Und jedenfalls, als ich das entdeckt habe, habe ich vor 3 Wochen ganz spontan gesagt, oh, das Buch brauche ich, das möchte ich lesen. Das kam sehr zügig und wurde von mir quasi einmal verschlungen. Ich sage es absichtlich so. Verschlungen ist ja etwas, wie eine Mahlzeit, wenn ich sehr, sehr ausgehungert bin und ich, ja, ich schlinge es einfach nach und nach in mich rein. Es muss alles in mich rein. Und so ging es mir mit diesem Buch. Ich habe angefangen, ich konnte quasi nicht wieder aufhören. Es hat mir auch durch eine persönliche, ja, Krise, will ich jetzt nicht sagen, angesichts der Dinge, die in dieser Welt so passieren, aber ich sag mal so, es hat mir durch herausfordernde Stunden geholfen. Mein Mann war mal wieder ins Krankenhaus gekommen und ja, dann stellt man sich schon so seine Fragen. Da möchte ich aber gar nicht näher drauf eingehen, sondern da hat mir dieses Buch geholfen. Wie gesagt, ich habe es einmal verschlungen. Und mir war relativ schnell klar, dass ich zwar jetzt erst einmal wissen möchte, ja, wie geht diese persönliche Geschichte aus? Welchen Verlauf nimmt sie? Was kann ich noch alles erfahren? Und wie gesagt, mir war sehr schnell etwas klar, nämlich, dass ich dieses Buch noch einmal mit Bedacht lese. Und dieses mit Bedacht lesen zeigt sich jetzt an meinen vielen Markern, meinen Unterstreichungen. Das habe ich schon aus der Schulzeit und die ist ja sehr, sehr lange her bei mir. Habe ich mir aber so bewahrt. Und das sind dann eben diese besonderen Bücher, die man auch nicht weitergibt. Also erst einmal Untertitel dieses Buches mit dem Haupttitel Die Macht der Maschen. Der Untertitel Wie Stricken uns durchs Leben begleitet und miteinander verbindet. Und auf der Rückseite heißt es, warum Stricken uns stark und glücklich macht. Loretta Napoleoni beschwört das Stricken als wertvolles Band zwischen Menschen. In ihrem sehr persönlichen Buch beschreibt sie, wie Stricken Menschen und Generationen einander näher bringt, wie es der Seele Trost spendet und mitunter sogar therapeutische Wirkung entfaltet. Ist doch bei mir vollkommen an der richtigen Stelle. Ich möchte doch Yoga für die Seele betreiben. Und auch aus meiner eigenen für mich wichtigen therapeutischen Sicht, dass ich da mir tatsächlich etwas Gutes mit tue, mir da immer wieder in so herausfordernden Situationen bewusst werde, wie mir das wieder ins Positivere, ins glücklich ins ruhigere Fahrwasser verhelfen kann.
Sie erzählt Geschichte und Geschichten, in denen das Stricken eine Rolle spielt und schildert vielfältige kulturelle Traditionen, die sich mit dem Stricken verbinden. Entstanden ist eine Liebeserklärung an das Stricken für alle, die leidenschaftlich gerne zu Nadeln und Wolle greifen. Ja, das bin ich tatsächlich. Greife da leidenschaftlich gerne zu und auch vielfältige kulturelle Traditionen haben mich auch schon immer begeistert, ein geschichtliches auch. Und in diesem Sinne eben mal in der Zeit, in der wir gerade heute leben. Geschichtliches ist ja häufig verbunden mit herausfordernden, wie sage ich das jetzt, eben auch kritischen, kriegerischen Situationen und Elementen. Und hier hat es auch immer mal so einen leichten Einfluss. Also es geht unter anderem in einigen Geschichten auch darum, wie eben Stricken in Kriegszeiten gehandelt wurde, welch positiven Aspekt es da gegeben hat. Und es beschreibt aber auch geschichtliche Aspekte, die sehr positive Gedanken beinhalten, wie sich das eben weiterentwickelt hat und wo es alles herkam. Ich meine, vieles wusste ich in einzelnen Brocken, aber den Faden zusammen zu einem Knäuel gebracht hat mir in vielen Punkten dieses Buch. Ich möchte euch gerne noch aus dem Inhalt vorstellen. Auf dem Einschlagband heißt es, und das lese ich jetzt mal so vor, ohne zu sabbeln: Ein Stirnband, ein hellblaues Stirnband war das erste, was ich strickte. Ich muss 6 oder 7 Jahre alt gewesen sein, als ich unter Anleitung meiner Großmutter zum ersten Mal zu den Stricknadeln griff. Wenn ich meine Augen schließe, kann ich uns beide noch immer sehen. Wir sitzen ganz nah beieinander, mein Ellbogen ruht auf dem ihren und ihr ausladender Körper wärmt meine linke Seite. Ich bin aufgeregt. Irgendwie begreife ich, dass dies ein Übergangsritus ist. Ein winzig kleiner Schritt auf meiner Reise ins Erwachsenensein, ins Frausein. Ich umklammere das Garn zwischen meinen Fingern mit aller Macht, als hätte ich Angst, dass es sich davonstehlen könne. Meine Großmutter sieht mich an, lächelt und nimmt mir das Garn aus der Hand. Dann steckt sie vorsichtig eine Nadel unter meinen rechten Arm, schließt meine linke Hand um die andere, legt mir das Garn wieder in die rechte Hand und beginnt mir das Stricken zu zeigen. Entspann dich, sagt sie leise, fass das Garn nicht zu straff und nicht zu locker. Betrachte es als Freund und lass es um die Nadeln tanzen. Und so nahm meine Liebesbeziehung zum Stricken ihren Anfang. Auf dem rückwärtigen Einband erfahren wir ein klein wenig über Loretta Napoleoni. Geboren 1955, ist Ökonomin, politische Analystin, Journalistin, Buchautorin und eine passionierte Strickerin. Bekannt wurde die Terrorismusexpertin vor allem durch ihre Untersuchung der ökonomischen Grundlagen des internationalen Terrorismus. Ihre Bücher wurden in 21 Sprachen übersetzt. Sie lebt in London und Rom. Ja, da stelle ich euch mal Frau Napoleoni vor mit Strickschal. Und Strickzeug. Sie erzählt von ihrer großen Lebenskrise, wie sie sie bewerkstelligen konnte, indem sie sich mit
Nadel und Faden Wolle beschäftigt hat. In diesem Buch sind am Ende auch Anleitungen, Strickanleitungen enthalten. Sind immer auch so kleine Bilder dabei. So etwas finde ich ja immer so zauberhaft, ne? So klein, hier ein kleines gestricktes Herz. Und der Inhaltsverzeichnis unter anderem, ich lese also nicht alle vor, Stricklektionen über Liebe, Politik und Wirtschaft. Warum stricken wir? Stricken für die Revolution. Feminismus und Handarbeit, eine Hassliebe. Wolle ist cool. Stricken verbindet. Stricken im Zeitalter der Neurowissenschaft. Stricken für eine bessere Welt. Und im Epilog, All you need is love. Was sagen wir denn mehr? Dann kommen Strickanleitungen. An der Zahl sind es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 Strickanleitungen. Gut, da könnte ich jetzt sagen, muss man das haben? Braucht man das oder nicht? Es ist auf jeden Fall eine nette Art und man erfährt ja auch sehr viel und auch daran kann man dann wieder lernen. Also zum Beispiel, was ich jetzt ganz witzig fand bei den Strickanleitungen, ist eine Perückenmütze. Sowas hatte ich halt vorher noch nie gesehen. Ja, und warum mich das nun so begeistert hat, habe ich ja schon erzählt. Es kommen sehr viele Dinge dazu, also zum Beispiel das Strickmuster des Lebens. Stricken im Ersten Weltkrieg, Socken für Soldaten und dabei auch noch eine Liebe finden. Auf ehrenamtliches Stricken geht sie ein, wo ich ja auch eben aktiv bin. Also nicht nur ich, sondern ich sage jetzt mal meine Damen und ich kann das ja nicht alleine bewältigen. Fehler beheben, sonst werden sie größer. Achtung, ohne dem Perfektionismus zu verfallen, habe ich mir dazu geschrieben, sagt sie auch. Es muss nicht perfekt. Eine gute Strickerin findet stets den Mut, ihre Arbeit wieder aufzutrennen, um einen groben Patzer auszubügeln. Eine gute Strickerin weiß, dass sie alles in Ordnung bringen kann, solange sie Garn und Nadeln in der Hand hält und beherzt genug ist, von vorn zu beginnen. Fand ich sehr interessant, habe ich drüber nachgedacht. Ja, solange ich mir bewusst bin, was ich für mich in einer schwierigen Situation schaffen kann, dann wird alles gut. Dann wird alles gut für mich, für die Dinge, die ich beeinflussen kann. Denn vieles können wir ja nicht ändern. Da gibt es ja auch so einen Spruch drüber, ist auch so ein Leitspruch von mir, den ich mir immer mal wieder vor Augen und vor Ohren und vor Gehirn führen darf. Ja, die Herkunft des Strickens ist ebenso unklar wie die Entstehung des Universums und der Ursprung des Menschen, schreibt sie. Wie die Geschichte der Menschheit setzt auch die Geschichte des Strickens im zweiten Kapitel ein und das erste Kapitel bleibt offen für Interpretationen. Solche Dinge regen mich zum Nachdenken an. In alten Büchern und Chroniken wird das Handwerk nicht erwähnt. Das Verb stricken findet sich nicht im vorneuzeitlichen Sprachgebrauch. Das Wort in seiner heutigen Bedeutung erstmals während der Renaissance aufgetaucht. In der Zeit des Umbruchs zwischen Mittelalter und Neuzeit.
Das Spinnen und das Weben treten viel früher in Erscheinung. Beides gilt als edles Handwerk und wird in den Dichtungen der Antike besungen. Solche Sachen, warum ist das so? Stricken als Handwerk der einfachen Leute zu der Zeit. Dann das in dem Geschichtlichen, mal gucken, ob ich mir das jetzt. Ja, um 1000 vor Christus schufen die Menschen Nadelbindearbeiten, die sehr viel Ähnlichkeiten mit Strickarbeiten hatten und das fast überall in Nahost, in Europa, in Mittelasien, Südamerika. Und all solche Geschichten bringt sie und zeigt dann wieder ein kleines Bild dazu. Also es begleitet uns so durch die ganzen Jahrtausende, was sage ich denn da wieder? Durch die Jahrhunderte, ja, auch Jahrtausende, wir sind immerhin schon sehr weit. Mal gucken. Dann geht es um verschiedene textile Richtungen. Wer Abnehmer kostbarer Strickarbeiten war. Ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, nur mal so ein paar Punkte. Eventuell findet ihr euch dann ja wieder, weil euch so etwas interessiert. Beim klassischen Färöer-Strickpullover zum Beispiel schreibt sie, bilden diese Farben einen berggipfelähnlichen Ring um die Schultern bis zum Halsausschnitt. Und warum das so ist und hat eben zu allem, da wurden auf den Färöern wurde das Stricken eben schon 300 nach Christi festgehalten. Beim Stricken geht es rein um die Natur, finde ich auch interessant. Ja, woher bekommen wir die Wolle? Alpaka-Wolle, Schafwolle. Also sie geht da wirklich auf viele Aspekte drauf ein. Und dann schreibt sie auch, ich bemühe mich, eine gute Strickerin zu werden, doch vor mir liegt noch ein weiter Weg. Ja, ist so meins. Ich bemühe mich. Ich bin dran. Es interessiert mich. Ich möchte weitermachen. Ich mache weiter. Dann in den Anden, die Hirten. Vor langer, langer Zeit halt. Heute noch. Wie ist es heute? Syrien, Ägypten, die Beduinen in der Wüste, die Schafe. Also das fand ich auch sehr interessant. Ich gestehe, dass ich mir ja um einiges so noch gar keine Gedanken gemacht habe. Was ich sehr interessant fand auch war, jetzt muss ich gucken, dass ich auch die richtige Wolle erwähne. Da hatte ich schon mal von gehört. Jetzt muss ich gucken, wo das war. Ah, sie war in der Wüste. Und bekam etwas geschenkt, etwas Selbstgemachtes von einer Dame. Und da wurde ihr geraten, das auch nicht abzulehnen. Das wäre eine Beleidigung, ein Geschenk abzulehnen, weil man der Meinung ist, dass diejenigen dort vor Ort nicht viel haben und es selber besser verwenden könnten. Also aus dem Grunde abzulehnen ist eine Beleidigung. Also es lieber annehmen. Und dafür eine Kleinigkeit von sich schenken. Und so hat sie eben eine Decke gefunden. Und als sie nach der Wolle fragte, erklärte mir die Frau, man habe sie aus dem Hals der Schafe gekämmt, weil sie dort sehr fein sei. Jahre später stieß ich auf Unst, der nördlichsten der bewohnten Shetlandinseln, auf eine ähnliche Technik. Also Wüste, jetzt Shetlandinsel. Dort wurden Stolen mit Lochmuster, meist ein Hochzeitsgeschenk, aus einer Wolle gestrickt, die aus dem Hals der Shetland-Schafe mit der Hand gezupft und sehr fein gezogen wird. Feingesponnen, Entschuldigung, feingesponnen wird. Die Maschen sind so filigran, dass eine Stola durch den Ehering passt. Darüber habe ich tatsächlich auch ein Buch. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn war ich immer der Meinung, dass ich solch ein feines Tuch nochmal stricken möchte. Was soll ich euch sagen? Bisher ist das noch nicht passiert. Vielleicht kommt es noch.
Ja, dann geht sie auf den Tauschhandel ein. Welche besondere Bewandtnis der Stricken, die Wolle etc. In Bezug auf Wirtschaft hat und alles, was damit verbunden ist. Um 1500 geschah wieder etwas Bahnbrechendes. Die linken und rechten Maschen wurden erfunden. Es wurden gestrickte Seidenstrümpfe hergestellt, die geschmeidig, elegant und bequem waren. Die europäischen Königshäuser waren buchstäblich verrückt danach. Dann geht es um die Rolle einer Frau in der Gesellschaft. Eine unheilbare Erkrankung, ein Stricken, ein Einkauf, ein Ausbruch. Also, das ist so vielseitig. Ich könnte jetzt hier eine ganze Stunde davon erzählen. Wie es dann im 20. Jahrhundert im Ersten Weltkrieg zuging. Ja, die Frauen hatten damals immer noch kein Wahlrecht, aber sie haben gestrickt und sie haben mit in ihrer Energie für Wärme gesorgt. Dann kam die britische Regierung mit einer Reaktion auf diese Strickbewegung und so wurde der sogenannte Kitchener-Stich eingeführt, der mir tatsächlich mit diesem Begriff auch bis dato nichts gesagt. Ich oute mich hier mal. Ich weiß nicht alles. Ich will ja lernen und deshalb lese ich ja und mache und tue. Ne? Also, das war mir bis dahin auch kein Begriff. Natürlich kenne ich unseren Maschenstich. Das ist der Kitchener-Stich. Habe ich wieder was gelernt. Woher der aber kam, war mir ja auch nicht bewusst. Also der Lord Kitchener war der damalige Kriegsminister. Und die von ihm ausgegebene Strickanleitung für die Socken. Ach, spannend. Spannend, ich sag's euch, diese Zusammenhänge. Ich darf euch natürlich nicht alles verraten, weil dann macht es ja keinen Sinn mehr, dieses Buch zu kaufen und zu lesen. Ja, ich lese es jetzt, ich bin circa im zweiten Mal lesen mit Markierungen, bin ich tatsächlich jetzt circa zur Hälfte, weil hinter kommen ja viele Anleitungen. Ah, mal gucken. Ja, so, also tatsächlich habe ich, das sind dann die Anleitungen. Die Hälfte vom habe ich jetzt, die andere Hälfte lese ich dann nochmal. Und ich möchte euch jetzt viel Spaß wünschen, falls ihr euch dazu entschließt, dieses Buch zu lesen. Und ich würde mich freuen, wenn vielleicht die eine oder der andere es doch schon kennt und da schon einmal einen Kommentar abgeben möchte, wie es ihm oder ihr ergangen ist beim Lesen. Und ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim Lesen, beim Zusammenhänge knüpfen, bei Unterhaltung, bei Wissenswertem. Habt einfach viel Freude daran und ich freue mich, falls ihr mir mitteilen mögt, wie es euch gefällt. Oder, wie eben schon gesagt, ob ihr es möglicherweise schon kennt. Bis bald. Tschüss, sagt eure Michaele.